Ja, vielen Dank, Vens. Maler müsste man sein. Und von dir vorgestellt zu werden. Sehr geehrter Bauch, sehr geehrter Herr Franz Voll, liebe Freunde und Mitglieder des Ost-West-Forums, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 25 Jahren wurde Deutschland wiedervereinigt. Heute finden Hunderte von Feiern überall im Lande statt. Wir feiern seit 1990 täglich. Einer, der sehr viel für die Vereinigung beider Staaten und für den Frieden in Europa geleistet hat, ist heute leider nicht mehr unter uns, Egon Bahr. Seine Vision eines friedlichen, vereinten Deutschlands unter dem Dach eines europäischen Hauses hat er mit Klugheit, mit Mut und großem Verhandlungsgeschick verfolgt. Am Ende konnte er mit Genugtuung und Dankbarkeit diesen großen Tag am 3. Oktober 1990 miterleben. Egon Bahr war ein Freund und Kurator des Ost-West-Forums und er war ein enger, persönlicher Freund. Ich habe viel von ihm gelernt. Viele Projekte, die wir hier verwirklichen, sind Teil seiner Grundüberzeugung, dass Frieden zwischen Menschen und Staaten nur möglich ist, wenn man die Interessen und Grundwerte des anderen in das eigene Handeln einbezieht. Lesen Sie dieses Buch mal ostwärts und nichts vergessen, Politik zwischen Krieg und Verständigung. Sie werden dann das alles verstehen. Uns verband, dass die Wiedervereinigung nicht nur ein wirtschaftlicher und technisch-administrativer Akt sein kann. Wir müssen die Menschen mitnehmen. Wir müssen auch den Leistungen der Ostdeutschen Respekt zollen. Vor allem dürfen wir nicht Rache nehmen. Wir müssen Brücken bauen. Genau das haben wir mit unserer Arbeit im Ost-West-Forum seit Anbeginn praktiziert. Vor allem mit unseren deutsch-deutschen Biografiegesprächen. Das Leben in der DDR war viel facettenreicher als die plumpe Propaganda vom Stasi-Diktatur und Unrechtsstaat, die es uns meist machen will. Wir kümmern uns aber auch um das, was seit der Wiedervereinigung geleistet oder aber auch nicht geleistet wurde. Nicht umsonst kommen immer wieder Delegationen aus Südkorea nach Gödlitz, um aus unserer Arbeit für eine spätere Wiedervereinigung ihres Landes zu lernen. Morgen wird erneut ein Fernsehteam zu uns kommen, um das Modell der Gödlitzer Biografiegespräche in Korea weiter zu verbreiten. Und dann wollen wir zusammen mit unseren ostdeutschen Freunden fragen, wie wir gemeinsam die Zukunft gestalten können. Die Werteakademie, die wir 2009 ins Leben gerufen haben, ist ein solcher Schritt und wurde von Egon Bahr nachdrücklich unterstützt. Heute aber gehen wir ein ganzes Stück zurück in die Zeit, in der es dank der von Willy Brandt und Egon Bahr initiierten Entspannungspolitik im deutsch-deutschen Verhältnis von einem Gegeneinander zu einem Nebeneinander und schließlich, wenn auch nur in Teilbereichen, zu einem vorsichtigen Miteinander überging. Die Idee, zwei Botschafter einzuladen, der eine Jürgen Franz Woll aus der DDR und der andere Johannes Bauch aus der Bundesrepublik, ist unserem Freund Klaus von der Robb zu verdanken. Er hat die Botschafter empfohlen und ich bin dankbar, beide hier auf Gut Gödlitz begrüßen zu dürfen. Es geht vor allem um die Fragen, wie die beiden Botschaften im Drittland miteinander auskamen. Was wurde ihnen von ihren jeweiligen Zentralen an Verhalten auferlegt? Wie sah das in der Praxis aus? War der bis zuletzt gültige Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik nicht auch eine Dauerbelastung in den Beziehungen zwischen beiden? War das, wenn DDR-Flüchtlinge in die Botschaft der Bundesrepublik um Asyl baten, wie hat sich das gelöst am Ende? Diese und sicher eine ganze andere Reihe von anderen Fragen werden uns heute Abend beschäftigen. Abweichend von unserem üblichen Vorgehen werden beide Herren mit einem halbstündigen Eingangsstatement beginnen und danach werden sie sich den Fragen des Publikums stellen. Herr Franz Woll, Sie haben als Erster das Wort.
Bitte. Herr Bauch, Sie können auch schon was bitten. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Ich bin erstmal aufgeregt. Das ist eine Veranstaltungsreihe, von der ich bis vor kurzem noch nichts gehört hatte. Für mich ist das eine ganz spannende Sache. Bisher schon, ob sie spannend bis zum Schluss sein wird, hängt ein bisschen von mir ab, aber vor allem von Ihnen, wenn Sie mich entsprechend reizen durch Fragen oder anderes. Aber ich sehe jetzt schon in die Runde und sehe eine ganze Menge freundlicher Gesichter, die mir es hoffentlich helfen werden, das, was die Aufregung betrifft, zu überwinden. Ich habe erfahren von der Existenz dieser Art Treffen und dieser Arbeit von dem Herrn, der bereits heute genannt worden ist, von Herrn von der Ropp, Herr Klaus. Wir sind inzwischen Freunde geworden und ich freue mich, einen Freund zu haben, der, so wie er selbst sagt, mit Besessenheit daran arbeitet, Westler und Ostler, Ostler und Westler zusammenzubringen zum Gespräch. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste bei all dem, was zu überwinden gilt, wenn es noch darum geht, Überwindungen zu bewältigen oder zu wandeln. So, nun haben wir uns auf der Fahrt heute hier nach Gödelitz geeinigt, dass in dieser halben Stunde wir auch etwas über unser Leben erzählen sollen. Und damit möchte ich anfangen. Ich bin Jahrgang 1939, verheiratet mit einer Frau mein ganzes Leben lang, mit drei Kindern gesegnet und inzwischen vier Enkel. Das vierte Enkel ist 3 Wochen alt. Mir gefällt das, was ich heute tue als Rentner, dadurch, dass ich das in Ruhe tun kann, unbelastet tun kann, ohne größere Probleme zu haben. Meinen Kindern geht das nicht immer so. Ich bin Berliner von Geburt an. Während des Krieges, die Älteren von Ihnen und ein ganzer Teil ist es, werden sich vielleicht an diesen Begriff erinnern, Evakuierung. Ich wurde also mit Mutter und 2 Geschwistern aus Berlin evakuiert, kam nach Thüringen, weil wir dort Verwandte hatten. Und auf diese Art und Weise bin ich in Thüringen gelandet und in der DDR geblieben. Bis zum Schluss. In Mühlhausen, Thüringen, habe ich die Schule, die Oberschule besucht, war aktiver Pionier, war aktiver FDJler. In der 11. Klasse kamen Leute auf mich zu, die fragten, hast du Interesse, im Ausland zu studieren? Ich habe gesagt sofort ja, das war eigentlich so etwas, was, ohne genau zu wissen, was es ist, fast wie ein Traum war. Ich ging nach Hause, fragte meine Mutter runzelte die Stirn, wie soll ich das denn bezahlen? Vater war im Krieg geblieben, Mutter musste uns 3 ernähren, Großeltern waren zum Teil bei uns zu Hause auch nicht vermögend, es ging gar nicht anders, als diese Frage zu stellen. Ihr Beitrag materiell war ein Koffer voll Sachen. Diesen Koffer voll Sachen habe ich mitgenommen für 1 Jahr nach Halle, um das letzte Jahr der Oberschule zu absolvieren und damit das Abitur dort abzulegen. Dort wurde verstärkt Russisch unterrichtet, denn es sollte eine Vorbereitung auf das Auslandsstudium sein und das war ein Auslandsstudium in irgendeinem der sozialistischen Länder. Nach der damaligen Begriffswelt. Bald war klar, Van Zwoll soll nach Moskau.
Ich habe 6 Jahre in Moskau studiert. Dort gibt es eine Hochschule, die auch heute noch funktioniert, heute sogar den stolzen Namen Universität trägt. Sie war beim damals sowjetischen Außenministerium angesiedelt und bereitete zukünftige Diplomaten vor. Ein 6-Jahres-Studium. Viel mit Marxismus, Leninismus, noch mehr aber mit Landeskunde, mit Völkerrecht, mit Weltwirtschaft, mit Protokoll, mit allen möglichen anderen Dingen, die so ein Diplomat angeblich oder wahrscheinlich nutzen kann in seiner Tätigkeit, in seiner Funktion. Das Diplom, das ich bekam, war ein Diplom, da stand drin, Ausgebildeter in dem Bereich internationale Beziehungen, Spezialist für die Länder Osteuropas. In diesem Begriff für die Länder Osteuropas steckte drin, dass ich in diesen 6 Jahren mich mit Polen beschäftigt hatte. 6 Jahre lang, vom ersten Jahr an, Sprache 6 Jahre lang, Landeskunde, bisschen Kultur, bisschen was anderes, also eine Menge. Ich bin auf diese Art und Weise mein damaliges Berufsleben lang dann später mit Polen verheiratet gewesen, fast so eng wie mit meiner Frau. Studium war zu Ende, DDR Außenministerium, Polen. Nach Warschau in die Botschaft, natürlich Polen. Übrigens, die Jahre 68, 70 waren mein erster Auslandseinsatz und das waren Jahre für Warschau, für Polen, ganz wesentliche Jahre in verschiedenster Beziehung. Wieder zurück in das Zentralkomitee der SED. Dort gab es damals eine internationale Abteilung. Diese internationale Abteilung war verantwortlich für die Beziehungen zwischen SED und der jeweiligen anderen Partei. Natürlich ich für die Beziehungen zur polnischen Partei. Dort habe ich sehr lange gesessen, fast 18 Jahre in dieser Abteilung. Das ist eine unwahrscheinliche Zeit. Sie hat mir großen Spaß gemacht, muss ich dazu sagen. Denn auf diese Art und Weise habe ich in dieser Zeit insbesondere, wenn auch schon vorher, aber vor allem in dieser Zeit, eine Menge Leute kennengelernt, die in Polen das Sagen hatten. Von Gomulka über Gierek, über Kania, der Ihnen allen wahrscheinlich überhaupt kein Begriff mehr sein wird, vielleicht der eine oder andere, bis zu Jaruzelski. Ich habe sie alle als Dolmetscher, insbesondere als Dolmetscher, persönlich kennengelernt. Und dann irgendwann fiel die Entscheidung, Franz Wohl soll als Botschafter nach Warschau gehen. Bis zum Schluss habe ich nicht gewusst, ob diese Entscheidung, die heute durch einen sehr komplizierten Auswahlprozess läuft, damals wurde auch ausgewählt, aber die Zahl der Entscheider war wesentlich geringer. Ich fuhr im Frühjahr 1988. Geriet dadurch in eine Zeit des Umbruchs in Warschau und in Polen. Das war nämlich genau die Zeit, wo die nächste Streikwelle begann. Sie können sich erinnern, 80, 81, Solidarność, danach kam der Ausnahmezustand, der Kriegszustand. Und es schien so, als ob Polen im politischen Sinne in dieser ganzen Zeit tot wäre, beziehungsweise als ob ein Weg gefunden werden könnte, raus aus dem Schlamassel zu kommen. Der wurde nicht gefunden. Und dann kam der Kohl-Besuch in Polen, der auch für die DDR-Botschaft von hohem Interesse war, von höchstem Interesse war. Dann kam der Herbst und der Winter 89. Davor aber war der polnische runde Tisch. 1989 im Frühjahr, eine Erfahrung, die einmalig war in der damaligen sozialistischen Gemeinschaft. Und schließlich kam im Herbst, beginnt im August 1989, die Frage DDR-Flüchtlinge, wie kommen sie aus Polen in die Bundesrepublik und welche Rolle spielt dabei die DDR-Botschaft? Und dann
Ablösung von Erich Honecker, neue Regierung, erst die Modrow-Regierung, dann die Wahlen, die de Maizière-Regierung. Und Franz Wohl, geht er nach Hause, geht er nicht nach Hause? Ein Nachfolger für mich war vorbereitet. Ich wurde aber in Warschau belassen bis zum 3. Oktober 1990. Am 3. Oktober 1990, nachdem mit den restlichen Mitarbeitern, 10 an der Zahl, am 2. Oktober abends die Botschaft zugemacht wurde und das Schild DDR-Botschaft abgeschraubt wurde, an diesem 3. Oktober stieg ich in Warschau in den Flieger. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe mich damals gefühlt, als ob ich in ein schwarzes Loch hineinfliege. Klar war, Botschafter, Diplomat, etwas in diese Richtung wird es wohl nicht sein. Diese Arbeit ist verloren. Dieser Beruf ist weg. Was kommt dann? Womit ernähre ich meine Familie und mich selbst? Es war für mich eine schwierige Zeit. Ich habe gute polnische Freunde gehabt. Diese guten polnischen Freunde haben mir geholfen, eine deutsch-polnische Arbeit zu finden, die dann von 1991 bis 2002, eigentlich sogar bis 2004, allerdings die zwei letzten Jahre von Berlin aus, gedauert hat und die geholfen hat, etwas völlig Neues zu lernen, was ich nie vorher gemacht habe, nämlich mich mit Steuern und Bilanzen zu beschäftigen. Betreuung deutscher Unternehmen in Polen oder österreichischer, also deutschsprachiger. Das ist der Werdegang. Seit 2004 bin ich in Rente. Nun aber ein bisschen was zu der Zeit als Botschafter. Eigentlich ist dieser erste Teil schon viel zu lang. Wie gesagt, ich kam in eine Zeit hinein, wo es außerordentlich interessant wieder zu werden begann. Das war die Zeit, wo erste Versuche, erste Ballons gestartet wurden. Und diese Ballons, die gestartet wurden, gingen in Richtung einer Verständigung zwischen Teilen der Gesellschaft, die voll untereinander gespalten waren und sich feindlich gegenüberstanden. Vorbereitung des runden Tisches. Also der Versuch, Kompromisse zu finden und eine neue Lösung zu finden. Eine absolut interessante Sache. Dann später gab es in Warschau einen Botschafterwechsel im Herbst 1989. Der Botschafter der Bundesrepublik, Herr Schöller, verließ Warschau. Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Herr Knackstedt, kam nach Warschau. Herr Knackstedt meldete sich an bei uns oder ließ sich über sein Protokoll bei uns anmelden. Es gibt bei den Botschaftern so eine Regel, die damals galt, ich weiß nicht, ob sie heute noch gilt. Wenn ein Neuer kommt, der stellt sich überall vor und wenn er sich bei seinen Kollegen überall vor, nicht nur im Land, bei den entsprechenden Organen, Ämtern, Würdenträgern, Funktionären, und wenn er sich bei seinen Botschaftskollegen vorstellt, dann geht er nach der sogenannten Anciennität, also nach der Zeit, wie lange der andere im Land ist. Also der am frühesten Akkreditierte ist der Erste, den man zu begrüßen hat oder den man aufzusuchen hat. Herr Knackstedt kam zu mir und sagte als Erstes, ich habe die Regeln verletzt. Ich komme zu Ihnen, obwohl ich eigentlich noch gar nicht bei Ihnen sein dürfte. Das hängt damit zusammen, dass der Besuch von Bundeskanzler Kohl bevorsteht. Und Bundeskanzler Kohl hat mich unter anderem mit dem Auftrag nach Warschau geschickt, bis zu seinem Besuch das Problem der DDR-Flüchtlinge zu lösen. Also haben wir hier eine gemeinsame Aufgabe. Daraufhin habe ich gesagt, ja. Diese Feststellung, eine gemeinsame Aufgabe, hatte schon Herr Schöller formuliert im August 1989. Ich erfuhr von ihm, nicht von Berlin, nicht von irgendwo anders her, dass es erste DDR-Flüchtlinge in Warschau gab.
Und ich habe mich, als Herr Schöller das zu mir sagte, wir haben hier eine gemeinsame Aufgabe, dazu hinreißen lassen, verleiten lassen, ihm zu sagen, das ist wohl wahrscheinlich doch eher Ihre Aufgabe. Schäme ich mich ein bisschen für diese damalige Bemerkung ihm gegenüber. Das war aber ein Prozess. Als es dann soweit war, dass die DDR-Botschaft in diesen Prozess der Ausreise noch DDR-Bürger in die Bundesrepublik aus Polen und über die Wege, die dabei zu beschreiten sind, einbezogen wurde, da war das ein Prozess, der sehr schwierig verlief und der, ich sage das mal so, bei uns in unserer Truppe, in unserer DDR-Botschaft zu großen Diskussionen geführt hat, zunächst. Die Diskussionen waren, überlasst die euch doch selbst, das sind doch Verräter. Ich sage das so, wie es diskutiert wurde. Es hat andere gegeben, ich gehörte dazu und ich war ja Chef und konnte da in diesem Sinne auch in gewissem Sinne den Ton mit angeben, die gesagt haben, stopp, jetzt stellen wir uns erst einmal die Frage, warum sind diese Leute hier? Haben wir nicht Respekt aufzubringen gegenüber dieser Entscheidung? Denn wer nach Warschau kommt oder wer nach Polen kommt und durch die Neiße warten muss oder wie auch anders darüber kommt, der hat sich doch seine Entscheidung bestimmt nicht leicht gemacht. Hier ist doch ein menschliches Problem da. Und vielleicht ist das sogar ein ganzer Sack voll menschlicher Probleme, den jeder Einzelne mit sich trägt. Ja, das waren Diskussionen. Wir haben es aber geschafft, dass als dann später über unsere DDR-Botschaft jeder Flüchtling gegangen ist, ich erzähle ganz kurz dann noch darum, wie das gelaufen ist, dass meine Mitarbeiter mit mir zusammen bemüht waren, das nicht nur reibungslos zu gestalten, sondern nicht ablehnend, nicht unfreundlich zu gestalten. Zu mehr hat es nicht gereicht. Was war das Problem? Die DDR, als die Flüchtlinge bei uns heißt in unserem Wirkungsgebiet, also in Polen waren, war Berlin, wenn ich spreche in diesem Falle von Berlin, meine ich DDR-Berlin, überhaupt sich noch nicht dem Klaren, wie soll eine Regelung erfolgen. Die ersten Regelungen waren die Züge, Herr Bauch wird bestimmt über die Züge etwas erzählen. Sie haben bestimmt in Erinnerung, was in Dresden damals war, ein Zug aus Prag oder Züge aus Prag. Über Dresden musste von Warschau aus nicht gefahren werden, aber über DDR-Gebiet. Denn es gab ja eigentlich nur ein oder zwei andere Wege, entweder durch die Luft oder übers Wasser, um DDR-Gebiet zu umgehen. Die polnische Seite, die sich humanitär sehr bemüht hat darum, und das ist bis heute einer der großen Punkte der Anerkennung, die den Polen in diesem Zusammenhang zu zollen ist, haben sich sehr darum bemüht, Leute unterzubringen, Leute zu betreuen, sie sogar zu verwöhnen. Das muss man ausdrücklich so sagen. Es war aber Bundesrepublik und DDR. Und die polnischen Regierungsvertreter, die alle der Meinung waren, es muss eine humanitäre Lösung in dem Sinne erreicht werden, eine Ausreise in die Bundesrepublik muss möglich sein. Es wurde zwischenzeitlich auch darüber diskutiert in der DDR, noch einmal in die DDR zurück, dann hier einen Antrag stellen und das war natürlich nichts, was auch nur einer richtig wollte. Sie sagten,
Gut, wir sind mit jeder Regelung einverstanden, wenn diese Regelung zwischen euch Deutschen getroffen, abgesprochen ist. Also eine Regelung, was jetzt das Verlassen des polnischen Territoriums betrifft. Wenn ihr euch, also Berlin und Bonn, einigen könnt, dann werden wir das so akzeptieren, wie ihr euch einigt. Nachdem die ersten Züge gefahren waren, war diese Einigung eine andere, nämlich der Wunsch der DDR, die Bitte, die Forderung der DDR war, sie will ihre Bürger aus der Staatsbürgerschaft entlassen, aus der DDR-Staatsbürgerschaft entlassen. Und das hat dann zu der Regelung geführt, dass unter der Betreuung der Botschaft der Bundesrepublik Busse mit 30, 35, 40, bis zu 40 noch DDR-Bürgern zu uns in die Botschaft kamen, mit jedem Einzelnen ein Gespräch geführt wurde, welche Probleme gibt es bei dir im Sinne von Familie, Vermögen, Verpflichtungen, Alimente und alles mögliche andere, wurde alles aufgeschrieben. Es wurde in keiner Weise ein Druck ausgeübt, jetzt irgendetwas im Sinne von Widerruf oder irgend solche Dinge zu tun. Dann wurde ihnen erklärt von den Beamten, die in unserer Botschaft saßen, zu diesem Zweck nach Warschau gekommen waren, sie werden aus der DDR-Staatsbürgerschaft entlassen. Sie gingen aus der DDR-Botschaft raus, waren damit nicht mehr DDR-Bürger, waren eine kurze Zeit, wie es aussah, Staatenlose, wäre nicht das Recht der Bundesrepublik gewesen. Ja, gut. Ja? So sind Sie bestimmt einverstanden, Herr Bauch. Ja. Und fuhren wieder in die bundesrepublikanische Botschaft zurück, beziehungsweise dort, wo sie untergebracht waren, und damit war dann die bundesrepublikanische Seite verantwortlich für die weitere Abwicklung. Was ich meinen Leuten damals auf den Weg gegeben habe und was ich selbst auch sehr strikt befolgt habe, war, wenn ein noch DDR-Bürger in die Botschaft, in unsere Botschaft hineinkommt, dann ist das der letzte Kontakt, den er mit der DDR hat. Keiner von uns wusste damals, wie lange die DDR noch bestehen wird. Es konnten 2, das konnten 10 Jahre, das wusste keiner von uns. Er soll rausgehen, sie soll rausgehen aus dieser Botschaft mit dem Gefühl, hier anständig behandelt worden zu sein. Mit Respekt vor ihrer Entscheidung und ohne jegliche negative Reaktion unsererseits. Das ist wenig. Aber im Vergleich zu dem, was durch die Köpfe gegangen ist, ist das nicht wenig. Das ist uns auch gelungen. Ich glaube, es hat, Herr Bauch kann das bestätigen oder nicht bestätigen, ich weiß es nicht, mir ist auf jeden Fall nicht bekannt, dass auch nur einer, der in der DDR-Botschaft gewesen ist und diese Prozedur durchlaufen ist, sich hinterher beschwert hätte über uns, über die Leute, die bei uns gearbeitet haben, über mich, wie auch immer. So viel zu diesem Teil. Ich möchte zu einem zweiten Punkt etwas sagen und dann noch zu einem dritten und dann komme ich zum Schluss. Ich habe leider nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, ob meine halbe Stunde schon vorbei ist oder nicht vorbei ist. Der zweite Punkt, zu dem ich etwas sagen möchte, hat etwas zu tun mit Polen. Polen, wir haben in Polen mit der Hallstein-Doktrin keine Probleme gehabt. Klar, wir waren zuerst da, als DDR. Bei uns hat es eigentlich eine umgekehrte Hallstein-Doktrin gegeben. Solange, in diesem Sinne, könnte man sagen, ist natürlich irgendwie persifliert, sehr vereinfacht oder sogar ganz falsch. In dem Sinne umgekehrt, solange die Hallstein-Doktrin noch aktuell war und verhinderte, dass andere Staaten, Drittstaaten mit der DDR
diplomatische Beziehungen aufnahm, ausgenommen Sowjetunion, war sie in unserem Empfinden, also auch in meinem Empfinden, eine Doktrin, die gegen die DDR gerichtet war, gegen ihre Anerkennung, gegen ihre Existenz. Wir waren als DDR in Polen vertreten, wir waren auf jeden Fall in allen sozialistischen Ländern vertreten, ja. Und in diesem Sinne waren wir daran interessiert, solange, wenn ihr als Bundesrepublikaner diplomatische Beziehungen zu Polen oder zu anderen Ländern aufnehmen wollt, dann werden wir das verhindern. Es sei denn, ihr erkennt uns an. Also lasst uns nicht allein. In diesem Sinne meine ich das. Umgekehrte Hallstein-Doktrin. Der Prozess ist bekannt, wie er gelaufen ist. In dem Sinne hier eigentlich kein Problem für uns. Probleme mit der bundesrepublikanischen Botschaft oder den Botschaftern waren in dem Sinne, dass wir von zu Hause aus angehalten waren, zurückhaltend zu sein. Persönliche Beziehungen möglichst nicht zuzulassen. Aber ansonsten den diplomatischen Gepflogenheiten zu folgen, das heißt einen mehr oder weniger normalen Kontakt zu haben. Im Zusammenhang mit Herbst 89 veränderte sich das alles. Im Zusammenhang mit der Flüchtlingsfrage änderte sich das sowieso. Ich habe damals mit Herrn Knackstedt ein sehr, sehr gutes Verhältnis gefunden und das hat noch ein paar Jahre später angedauert. Dann kam aber die Zeit, da war klar, die Richtung läuft, egal welche Geschwindigkeit erreicht werden wird, in Richtung Einheit Deutschlands. Und das hieß zunächst einmal die Frage, wie stehen wir zur bundesrepublikanischen Botschaft? Denn das war hier unmittelbar ein Problem. Und dann kam die Frage, was haben wir zu übergeben, was haben wir abzuwickeln? Das ist sehr unterschiedlich gelaufen. Ich möchte, wenn Interesse daran besteht, später dazu etwas sagen. Einen letzten Punkt möchte ich sagen im Zusammenhang mit dem Verhältnis DDR-Polen und Bundesrepublik-Polen. Das war die Frage der Oder-Neiße-Grenze. Ihnen ist bekannt, es hat zwischen DDR und Polen einen Vertrag gegeben seit 1950. Aus DDR-Sicht war das Problem Grenze geklärt, gelöst damals. Es hat nur später dann einen einzigen Punkt gegeben im Zusammenhang mit der Grenze, der schwierig war. Das betrifft die Oderbucht. Wer Interesse daran hat, bin ich gerne bereit, dazu etwas zu sagen. Ich sage aber jetzt erstmal nichts. Ich möchte sagen, es ist ein großes Verdienst, dass dieses beider Seiten, Deutscher wie Polen, dass diese Frage heute keine Rolle mehr spielt. Zu einem großen Teil seit 1970, aber noch viel mehr seit dem Grenzvertrag 1990, kann ein Pole heute mit Ruhe auf einen Deutschen gucken und ist bereit, mit ihm zusammenzuleben und zusammenzuarbeiten. Dass heute diese Frage überhaupt keine Rolle mehr spielt, ist für mich, der ich nach Abschluss dieses Vertrages noch 12 Jahre in Polen, mit Polen in einer Firma gearbeitet habe und da noch als deutscher Chef mit polnischen Mitarbeitern, weiß, wovon ich rede. Dieses Problem ist heute in dem Sinne beseitigt, dass die Grenze anerkannt ist, dass wir ein gemeinsames Dach haben und damit ist von polnischer Seite etwas beseitigt worden, das viele, sehr viele, über viele, viele Jahre sehr beunruhigt hat. Lassen Sie mich das zum Schluss gesagt haben. Danke. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, geht so, ja, jetzt an. Ja. Bevor ich zu einigen kleinen persönlichen Daten komme,
möchte ich sagen, dass gerade das, was Herr van Zwoll ganz zum Schluss gesagt hat, voll und ganz meine Meinung trifft. Das ist die Errungenschaft in den deutsch-polnischen Beziehungen, die überhaupt nicht unterschätzt werden kann für die Qualität der Beziehungen, die heute bestehen und hoffentlich in Zukunft weiter bestehen werden. Lassen Sie mich ein paar persönliche Daten einfügen. Ich bin also von Geburt an, von Familie, von Kindheit, von Berufsausbildung, bin ich also ein ganz westdeutsches Produkt, ja. Sogar ganz genau ein südwestdeutsches Produkt. Ja. Ich stamme aus Freiburg und Sie müssen einfach sehen, dass von Freiburg aus können Sie physisch Frankreich und die Schweiz sehen. Ja. Also müssen Sie sich vorstellen, in was für einer Ecke gewissermaßen ich aufgewachsen bin. Das führte auch dazu, dass Französisch meine erste Sprache war, neben den Griechisch und Latein, Altgriechisch und Latein. Und dass mein Heranwachsen sehr stark durch Frankreich, durch eine Reihe von Schüleraustauschen mit französischen Familien geprägt ist. Ich habe immer gesagt, ich bin im Grunde genommen ein Lehrling von Konrad Adenauer. Denn Konrad Adenauer hat gesagt, es gibt drei Beziehungen Deutschlands, die vorrangig befriedigt werden müssen. Das ist A, die Beziehung zu Frankreich, B, die Beziehung zu Polen und C, die Beziehung zu Israel. Ja. Zu Israel will ich nicht weiter hier sagen, nur sofern ich war durch meine Tätigkeit nach meiner Pensionierung in der sogenannten Zwangsarbeiterstiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, da habe ich mit Israel auch dann noch beruflich oder dienstlich, wenn Sie so wollen, Kontakt gehabt. Ja. Ich habe studiert in Hamburg, München und Freiburg. Dort habe ich mein erstes Staatsexamen, juristisches Staatsexamen gemacht und 1964 in Stuttgart mein zweites Examen. Durch einen jüdischen Emigranten, der also Deutschland in den 30er Jahren verlassen musste, einen Zahnarzt, und der bis 1960 in Indien mit seiner aus einer Berliner Hugenottenfamilie stammenden Frau in Indien war, der hat zu mir immer gesagt, wissen Sie, ich habe da Ihre Kollegen in Kalkutta, als es wieder losging mit Beziehungen, kennengelernt, ist denn das nicht ein Beruf für Sie? Ja? Und ich kenne da noch einige und ich fahre mal mit Ihnen hin nach Bonn und dann stellen Sie sich dort vor. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, so ist es gekommen, dass ich mich 1964 für den Auswahlwettbewerb im Auswärtigen Amt entschieden habe und wurde dann Anfang 1965 eingestellt und ab 1. April 1965 habe ich die Dienstbezeichnung Attaché gehabt. Ich bin dann ziemlich schnell nach Stockholm gekommen, an unsere dortige Botschaft und nach Stockholm die Diplomatenausbildung fertig gemacht, die Prüfung abgelegt. Dann war ich ein Jahr im Büro des ersten parlamentarischen Staatssekretärs im Auswärtigen Amt, der spätere Justizminister Gerhard Jahn. Und von dort aus bin ich ins Bundeskanzleramt versetzt worden und habe dort, und da kann ich mich nur voll inhaltlich dem anschließen, was Herr Schmidt-Gödelitz gesagt hat, da war ich anderthalb Jahre persönlicher Referent von Egon Bahr. Das war die Zeit, in der ich natürlich, ich war schon gezwungen, aber ich wollte es auch, ja, besonderes Verhältnis zur DDR bekommen habe. Ich glaube, in einem Jahr waren wir 37 Mal von Bonn nach Berlin geflogen, dazu und von da aus dann mehrfach nach Berlin-Ost, bei uns hieß es halt Ost-Berlin, gereist, um dort mit Dr. Michael Kohl,
also dem Rotkohl im Gegensatz zu dem schon damals bekannten Schwarzkohl, verhandelt haben. Insbesondere das Hauptthema war die Errichtung der jeweiligen ständigen Vertretungen. Ich nenne nur ein Problem. Für die DDR waren das reguläre Auslandsbeziehungen, für uns waren es eben keine regulären Auslandsbeziehungen, sondern Inlandsbeziehungen und besondere Beziehungen. Deshalb war auch nicht das Auswärtige Amt, sondern das Bundeskanzleramt nicht für die Verhandlungen und Gespräche mit der DDR zuständig. Aber diese Zeit, in der ich auch den ersten DDR-Diplomaten näher kennengelernt habe, das war der Abteilungsleiter Seidel, an den werden Sie sich sicher erinnern. Der hat Michael Kohl immer begleitet nach Bonn, beziehungsweise war unser Co-Gastgeber in Ost-Berlin. Die hat mir eine Art von Prädisposition ermöglicht, in den DDR-Kollegen nicht nur die Kollegen zu sehen, wie sie eben auch in der westlichen Propaganda fälschlicherweise, überzeichneterweise dargestellt wurden, sondern die Kollegen, ich möchte das Wort, die Menschen, das ist unsinnig, nicht wahr? Das ist klar, nicht wahr? Aber man hat sich eben auch mal, man hat sich mal unterhalten können. Und dies hat sich sofort ausgewirkt, nicht wahr, als wir, meine Frau und ich, versetzt worden sind nach Kabul in Afghanistan. Insofern hat sich das besonders ausgewirkt, weil Afghanistan bis zur sowjetischen Intervention war das Land, was pro Kopf die meiste Entwicklungshilfe der Bundesrepublik bekommen hatte. Das heißt, wir hatten Riesenprojekte in Afghanistan. Große Firmen wie Siemens und Bosch waren, jedes Telefon war Siemens, was man aufgehoben hat. Und insofern hatten wir da eine sehr starke Position. Nach der sowjetischen Intervention haben die westlichen Staaten, es waren mit uns noch die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und die Türkei als NATO-Staaten, hatten ihre Botschafter zurückgezogen. Und ich bin von einem kleinen Zwischenaufenthalt in Simbabwe, wo ich Geschäftsträger war für 3 Monate, unmittelbar nach Beendigung der Lancaster-Verhandlungen, die zur Unabhängigkeit Zimbabwes, des früheren Südrhodesien, geführt haben, bin ich eben nach Kabul gekommen. Die DDR hat, soweit ich das erinnere, bitte korrigieren Sie mich, damals das erste Mal überhaupt volle Beziehungen zu Afghanistan aufgenommen. Die DDR hat sehr schnell eine, sowohl materiell, also was Gebäude und diese Dinge anbelangt, aufgebaut, aber auch personell, war personell stärker vertreten als wir, mit teilweise wirklich sehr guten Leuten. Dort am Hindukusch gewissermaßen war es auch vielleicht einfacher, ein gewisses persönliches Verhältnis zu entwickeln. Ich möchte jetzt nicht alle Details erzählen, ich möchte nur eines sagen. Der letzte DDR-Botschafter, den ich dort kennengelernt habe, mit dem ich sehr viele, oft stundenlange Streitgespräche, aber eben in ordentlicher Form geführt habe. Ja. Als meine Frau und ich nach Bonn zurück sind, hat der DDR-Botschafter mich zu sich in die Residenz eingeladen. Und dort saßen wir dann morgens um 11, vormittags um 11. Er war, es war Herr Krüger, der kam aus Frankfurt, oder ich weiß nicht, ob Sie sich an den erinnern. Ja? Und hat mich zu einem opulenten Thüringer Mahl eingeladen mit rot-weiß karierter Decke. Und es war eine ziemlich einzigartige Gäste, muss ich sagen. Und wir saßen dann da von 11 bis 1 und haben über Afghanistan, die Welt, auch ein bisschen deutsch-deutsche Beziehungen diskutiert. Danach bin ich nach Bonn zurückgekommen, war Leiter des Referats für Staatsbesuche, also praktisch die Protokolleinheit der Bundesregierung, denn wir waren für, nicht nur für den Außenminister, sondern für den Bundespräsidenten und den Bundeskanzler zuständig, was sehr interessante Reisen gebracht hat. Zum Beispiel habe ich mal einen großen Besuch von Kohl in China vorbereitet durch eine
etwa einwöchige Vorbereitungsreise und die richtige Reise dann. Also das war schon sehr spannend, aber eines Tages wurde ich einbestellt und dann sagte man mir sinngemäß, sagte der Leiter der Personalabteilung, sagte zu mir, den ich aus meiner Tokyota-Zeitung schon kannte, sagte er, Herr Bauch, wir wollen nicht so indiskret sein, aber Sie waren bei Gerhard Jahn im Büro, Sie waren bei Egon Bahr im Büro und wir könnten uns vorstellen, dass Sie eine gewisse Neigung zur Sozialdemokratie haben. Und so jemand brauchen wir jetzt in Warschau, denn das hat er natürlich so deutlich, wie ich das jetzt sage, nicht gesagt, aber angedeutet, dass der dortige Botschafter vielleicht eher in Richtung Kalter Krieg denkt. Ja, während ich war eben beeinflusst durch Egon Bahr. Gut, ich bin nach Warschau, sind nach Warschau gegangen. Wir hatten in den ersten Jahren, ich weiß noch, mein erster großer Empfang, den ich mitgemacht habe, der war der Empfang zum 6. 7. Oktober in Ihrer Botschaft durch Ihren Vorgänger, der dann anschließend nach Bonn versetzt wurde und ständiger Vertreter wurde. Ja. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Neubauer. Hm? Wie? Neubauer. Neubauer, ja. Neubauer. Und wir haben aber, ehrlich gesagt, wir haben uns begrüßt mit den DDR-Kollegen. Herr Neubauer hatte ja auch mich eingeladen. Ja. Ich habe dort wichtige polnische, spätere sogar Freunde nicht kennengelernt. Ich habe zum Beispiel Herr Tomala, den Sie ja sicher gut kennen, den habe ich da gesehen und seine Frau. Dann habe ich sie gefragt, Frau Tomala, warum sprechen Sie denn, woher sprechen Sie so gut Deutsch? Dann sagt sie zu mir, ja, ich bin Deutsche. Ja. Ach so? Ja, ich komme aus der DDR. Ich habe in der DDR studiert, Abschlussprüfung gemacht, ich bin Sinologin und habe auch eine Zeit lang in der DDR-Botschaft in Peking gearbeitet. Ja. Das war also Frau Tomala, die ich eben bei der DDR zum ersten Mal erlebt habe. Wie gesagt, wir hatten die üblichen Kontakte, aber auf diplomatischen Veranstaltungen, aber gesellschaftliche Kontakte, dass Angehörige unserer Botschaft von Angehörigen der DDR-Botschaft oder umgekehrt etwa zu sich nach Hause eingeladen wurden oder ins Restaurant, das gab es eigentlich nicht. Ja. Aber man hat sich gekannt. Und ich muss jetzt doch ein persönliches Wort einfügen zu meinem verehrten Kollegen van Zwoll. Als wir hörten, dass also die DDR-Botschaft neu besetzt wird, einen neuen Leiter bekommt, haben wir uns natürlich interessiert dafür, wer ist das hier? Und da haben wir gehört, das ist also ein vergleichsweise sehr junger Mann, ich glaube, Sie waren noch nicht einmal 50, als Sie Botschafter in Polen wurden, ja. Ein sehr junger Mann, ein Mann, der kommt aus dem ZK, ist aber reformorientiert und vor allem ein exzellenter Kenner Polens. Diese Voraussage, wir hatten gute Quellen offensichtlich, haben hundertprozentig zugetroffen. Das Verhältnis zur DDR-Botschafter, aber zur DDR-Botschaft hat sich dann etwas entspannt. Sie haben schon die Kollegen Schöller und Knackstedt genannt. Ja. Aber wie gesagt, es ging nicht über ein bestimmtes Ausmaß hinaus. Ja. Nun muss ich sagen, hat sich aus meiner Beobachtung schon in den 1988 hat sich angedeutet, dass die deutsche Frage wieder auf die Tagesordnung, ja man muss schon sagen, der Weltpolitik zurückkehrt. Ich will Ihnen dazu zwei, drei Erlebnisse aus Warschau sagen. Zum Beispiel erzählte mir der Leiter des Polnischen Instituts für internationale Beziehungen, PISM, erzählte mir, also ihm fiele auf, es gebe zunehmend Seminarveranstaltungen in, entschuldigen Sie bitte, ja, es gebe zunehmend Veranstaltungen im PISM, die sich mit der deutschen Frage beschäftigen. Ja. Ich war auf einem Empfang im Juni 1988
Da kam plötzlich, zum norwegischen Nationalfeiertag, da kam plötzlich der amerikanische Gesandte zu mir. Hast du gehört, was der polnische Außenminister Olechowski damals, der erste Olechowski, was der gerade hier erzählt hat? Da habe ich gesagt, keine Ahnung, was hat er denn erzählt? Ja, er sei gerade von einem Besuch aus Moskau zurückgekommen und dort habe er, ich habe den Namen vergessen, mit einem sehr einflussreichen Professor für deutsche Angelegenheiten gesprochen. Und der habe ihm erzählt, dass zur Jahrtausendwende die sowjetische Präsenz in der DDR allenfalls noch formal wäre. Das hat die Polen natürlich ungeheuer gestört. Ja. Es gab vermehrt DDR-Bürger, die in unserer Botschaft um Hilfe gebeten haben, um von Polen nach Deutschland West zu kommen. Das war insofern war ein wichtiger Weg, nicht war Budapest, ja. Aber ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich bin da auch, war da auch ziemlich rigoros und bin bis zur Passfälschung gegangen. Ich habe bei einem DDR-Professor, der aus Moskau kam, der in die Bundesrepublik wollte, der sagte, wir machen das über Ungarn, weil in Ungarn kann man im Transitbereich bleiben und da wird nicht kontrolliert. Sie kriegen von uns einen neuen Pass, ja, und damit es nicht zu sehr auffällt, haben wir den Geburtsort, ich weiß nicht, aus Chemnitz in Karlsruhe oder sowas umgeändert, nicht wahr? Und dann haben die Konsulatssekretäre zu mir gesagt, ja, das ist ja eine Passfälschung. Da habe ich gesagt, ja, aber ich möchte den deutschen Kadi sehen, der mich verurteilt, weil ich einem BDR-Bürger auf diese Art und Weise geholfen habe. Also, es ist gut gegangen, ich bin nicht vorbestraft bis zum heutigen Tag, nicht wahr? Ja, und dann kam die Zeit, die Herr Franzoll auch sehr richtig und wichtig beschrieben hat, das kamen die Flüchtlinge. Das ging in unserer Botschaft, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, Herr Genscher hat immer Wert darauf gelegt, dass wir nicht Flüchtlinge sagen, sondern Zufluchtsuchende. Warum, habe ich bis heute nicht verstanden, aber bitte. Das ging Ende August los. Ich erinnere mich noch sehr genau daran. Dies als Erste kam, die dann bei uns in der Botschaft blieben, ein Arztehepaar, ein junges Arztehepaar aus Halle mit zwei Kindern. Und dann lief dieses Gebäude, dieser Teil der Botschaft, lief so allmählich voll. Ich muss dazu noch einfügen, dass im Gegensatz zur DDR-Botschaft, die quasi schräg gegenüber vom polnischen Außenministerium war, waren wir auf der anderen Weichselseite und das war absichtlich gemacht, die wollen wir möglichst weit vom Schuss halten. Wobei ich noch daran erinnern darf, wir haben erst seit 1972 diplomatische Beziehungen gehabt. Herr van Zoll hat was von der Hallstein-Doktrin gesagt. Das war nach dem Warschauer Vertrag von 1970. Bis dahin war die Bundesrepublik Deutschland nur durch eine Handelsvertretung in Warschau vertreten. Ja. Also insofern, diese Botschaft war furchtbar schlecht untergebracht. Drei oder vier eigentlich große Einfamilienvillen, die dann umgebaut worden sind. Also es war eine ziemlich lausige Unterbringung, das hat mal ein Besucher gesagt, das ist die lausigste deutsche Botschaft, die ich kenne und das ist doch ein enormer Image-Schaden. Da sage ich, ja gut, wir können nur nichts machen dabei. Nicht wahr? Dann lief die Botschaft allmählich voll und zwar so voll, dass wir uns an die polnische Seite wenden mussten, weil wir die Leute gar nicht mehr unterbringen konnten bei uns. Ja. Wir haben dann sowohl mit der polnischen Regierung verhandelt und die polnische Regierung war uns eigentlich sehr gewogen. Das war nämlich seit August 1989 war Masowiecki polnischer Ministerpräsident und die Solidarność praktisch die maßgebende Kraft. Ja. Außenminister war Skubiszewski. Und diese Regierung, wie aber auch gesellschaftliche Organisationen, wie etwa die dann ja legalisierte Solidarność, ja, die katholische Kirche, ja,
bis hin zu Einzelpersonen haben uns unglaublich geholfen. Ja. Wir hatten teilweise die Zufluchtsuchenden bis zu 100 Kilometer entfernt untergebracht. Ja. Bitte bedenken Sie bei allem, was ich auch jetzt noch sage, Polen hatte damals seit knapp einem Monat einen nicht-sozialistischen Premier. Das heißt, die materiellen Verhältnisse in Polen, die waren nie so gut wie hier in der DDR, sie waren noch rein sozialistisch. Ja? Das heißt also auch, was Privatunternehmen anbelangt, etwa private Busunternehmen, was eine große Rolle gespielt hat, ja? Das gab es nicht. Das gab es nicht. Ja? Beim Transport der Zufluchtsuchenden in die Unterkünfte, ja? Oder dann zurück, nicht wahr, zu den Zügen, da hat uns das polnische Außenministerium polnische Militärbusse vermittelt. Nicht, sonst hätten wir es gar nicht schaffen können, weil es einfach nichts gab. Ja. Naja, im September lief die Botschaft dann so voll und kamen so viele Zufluchtsuchende, dass die Botschaft für das normale Geschäft geschlossen werden musste. Das war insofern eine schwierige Angelegenheit, denn wir haben zur Hochzeit der polnischen Sichtvermerkswünsche haben pro Tag teilweise bis zu 12.000 Sichtvermerken ausgegeben. Ja. Müssen Sie sich auch vorstellen, diese 12.000 Polen fuhren überwiegend mit dem Auto erstmal durch die DDR. Und die mussten, ob sie Transitvisen brauchten, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber sie fuhren über die Transitstrecken natürlich. Ja. Das heißt, zu Tausenden sind sie durch die DDR durchgefahren und in die faschistische oder was das heißt, Bundesrepublik gefahren. Sie wissen, was ich damit sagen möchte. Ja. Und wir mussten den Betrieb aufrechterhalten. Wir haben dann Kioske in unserem Stadtteil eingerichtet, Prager ist der Stadtteil, Saska Kempa genauer, haben dann Kioske eingerichtet, wo wir wenigstens die Sichtvermerke ausgeben konnten. Ja. Sonst war der Publikumsverkehr für die Botschaft gesperrt. Intern haben wir natürlich weitergearbeitet wie die Wilden. Teilweise war es eben auch so, dass Partien des Kanzleigebäudes nicht besetzt waren mit Zufluchtsuchenden. Ja. Und eines schönen Tages war ich gerade auf dem Fußweg, ich wohnte nicht weit weg, nicht von der Botschaft zur Botschaft. Ja. Und in der Zeit hat die Botschaft angerufen bei meiner Frau und hat gesagt, ja, hören Sie mal, wir haben hier drei Ehepaare mit Kindern, aus Wismar waren die, die haben so eine Art Wohnwagen dabei, die können wir einfach nicht unterbringen. Sind Sie bereit, nicht mal die auf Ihr Grundstück zu lassen? Hat meine Frau gesagt, nicht sofort, natürlich. Ich wusste davon noch gar nichts, nicht als in die Botschaft ankam. Und meine Frau hat dann gleich angerufen und hat mir erzählt, nicht, es waren also drei Familien, die bei uns, wir hatten so eine Einfahrt, nicht, da konnten die hintereinander stehen. Nicht sehr sichtbar von außen. Nicht wahr? Und die haben dann bei uns gelebt. Nicht wahr? Wir hatten ein Kellergeschoss, nicht wahr? Da war Dusche und Toilette und Bad und war alles eingerichtet. Nicht wahr? Also die konnten dann mal in ihren Wohnwagen, mal bei uns im Kellergeschoss wohnen. Wir haben sie immer dann, wir haben sie zum Teil natürlich auch verköstigt, nicht wahr? Das ist klar. Und das Schöne war, sie sind dann immer abends zur Tagesschau, ZDF oder ARD gekommen, weil wir nämlich eine Satellitenschüssel hatten, damals schon. Das war was ganz Besonderes, die war aber genehmigt vom polnischen Außenministerium. Na gut, ich brauche nicht zu wiederholen, was Herr van Zwoll hier gesagt hat. Lassen Sie mich nur auf zwei, drei Aspekte nochmal eingehen. Die Regelung mit den Zufluchtsuchenden in Budapest vor allem, in Prag und in Warschau ging zurück auf schwierige, aber letztlich erfolgreiche Verhandlungen zwischen Hans-Dietrich Genscher und dem sowjetischen Außenminister Eduard Shevardnadze in New York am Rande der
UNO-Vollversammlung. Die Sowjetunion hat es dann nach meiner Kenntnis, bitte korrigieren Sie mich, wenn es nicht richtig ist, hat es dann übernommen, die DDR von dieser Regelung zu unterrichten, ja, dass die Flüchtlinge nämlich ausreisen können. Ja. Herr van Zoll hat, dem habe ich nichts hinzuzufügen, das Prozedere sehr gut geschildert hier. Und dann war aber kam die Frage, nicht, ja wie sollte per Luft, Wasser, Bahn oder was? Also es kam zunächst in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober 1989 kam also ein Zug der Reichsbahn nach Warschau Ost gereist und wir hatten das. Das war der Tag, an dem auch Prag passiert ist, der berühmte Auftritt von Genscher im Palais Lobkowitz in Prag. Wir waren in unmittelbarer Verbindung mit Prag und haben unmittelbar nachdem Genscher das in Prag gesagt hat, haben wir das in Warschau verkündet, hatten vorher so viele wie möglich in die Botschaft geholt. Aber unsere zwei oder drei Staatssekretäre, die da waren, die aus Bonn kamen, um die letzten Verhandlungen zu führen mit den Polen, die sind dann trotzdem noch in den wichtigsten Unterkünften rumgefahren, um sie zu unterrichten, dass also in der Nacht die Ausreise nach Deutschland West möglich sein wird. Ja. Dieser Zug ist dann gegen 3 Uhr morgens ist er dann voll besetzt, überbesetzt, nicht mehr weggegangen. Wie gesagt, es war die Deutsche Reichsbahn. Und als wir dann von Warschau Ost, von dem Bahnhof in die Botschaft zurückkamen, morgens um 3, 3:30, um noch unsere Sachen zu holen und dann wenigstens ein paar Stunden zu schlafen, da war die ganze Straße vor der Botschaft schon wieder voll mit Wartburgs und Trabis, mit Leuten, die also teilweise die Abfahrt des ersten Zuges, es kam ein zweiter, Minuten verpasst hatten. Gut, dieser Zuzug, dieser Zustrom von Flüchtlingen, wir haben manchmal den Eindruck gehabt, das ist wie eine Psychose, nachdem das mal in Budapest losgegangen ist. Und dann Prag und eben auch Warschau. Der Zustrom hielt an. Und ich erinnere mich noch ganz genau, es war der 5. Oktober, also 5 Tage nach dem ersten Zug, stehe ich in der Botschaft im Vorzimmer und es kommt ein Telefonanruf vom polnischen Außenministerium. Und ich höre nur, dass der polnische Kollege sagt, er braucht, der nächste Zug kommt. Dann sage ich, was meinen Sie damit? Ja, der nächste Zug der Reichsbahn kommt. Dann sage ich, und wann kommt er? Der ist schon auf polnischem Territorium. Und ich sage, und wann soll der fahren? Ja, das ist auch ausgemacht zwischen der polnischen Bahn und der Reichsbahn. Der musste als Sonderzug ja in die internationalen Fahrpläne eingefügt werden, also gegen 4 Uhr. Da habe ich nur gesagt, und wie stellen Sie sich das vor, dass wir innerhalb von 2, 3 Stunden die Leute bis zu 100 Kilometer entfernt hier holen. Also gut, das ging, die haben dann geholfen, ich habe das schon erwähnt. Ja. Und dann sagte mir der Botschafter, Schöller war das noch, sagte dann, der war zu dem Moment, als der Anruf kam, war er gerade mal, er hatte die Nacht über in der Botschaft verbracht, war er gerade mal nach Hause gegangen, um sie frisch zu machen. Und in dem Moment ruft das Auswärtige Amt an, der Minister möchte den Botschafter sprechen. Da habe ich gesagt, der Botschafter ist nicht da, dann möchte er Sie sprechen. Ja, gut. Dann sagt mir Herr Genscher, fragt mir Herr Genscher, also wie geht's? Dann sage ich, ja, gut. Dann sagte er, ich höre gerade, wir hatten das vorher natürlich telefonisch durchgegeben, dass der nächste Zug aus Warschau kommt. Und dann sagte ich, ja. Dann sagt er, kann ich das benutzen, also veröffentlichen? Ich habe gesagt, ja, die Polen haben es mir offiziell mitgeteilt, nicht wahr? Also ja. Und
Drei Minuten später lief über die internationalen Ticker die Meldung mit Absender aus Bonn, der zweite Zug kommt. Nicht wahr? Also so war man da alarmiert, oder nicht alarmiert, nicht wahr, sondern engagiert. Ja. Diesen Zug habe ich dann verantwortlich nach Deutschland West, also nach Hannover, ich gebracht, ich war halt verantwortlich da. Es war eine sehr spannende Zugfahrt und eine Zugfahrt, die ich auch nie vergessen werde. Wir sind zweimal in kurz vor Posen hielt der Zug und es kamen drei Erwachsene und ein Kind auf diesen verschlossenen, verriegelten Zug. Ja. Und dann einer von diesen Erwachsenen machte den Zug mit so einem Mehrkantschlüssel von außen auf und hat eben Mann und Frau und Kind zu uns in den Waggon geschickt. Ja. Und sag ich, gut, ja, und wer sind Sie? Ja, wir sind Zufluchtsuchende auch. Ja. Mein Mann, sagte die Frau, ist Angestellter der Reichsbahn und hat polnische Freunde. Und er hat diese polnischen Freunde angerufen und ihnen gesagt, ihr müsst doch rauskriegen, wann der nächste Zug geht. Nicht wahr? Das hat er rausbekommen. Der hat auch gewusst, dass der Zug in einem Ort kurz vor Posen halten musste. Und hat das ausgenutzt. Nicht wahr? Das war also ein PKP, also ein Beamter, nicht wahr? Oder ein Angestellter der polnischen Bahn. So etwas hat es dann noch ein paar Mal gegeben. Ich erinnere mich noch genau, nicht wahr? Der Zug hielt auf der Oderbrücke bei Frankfurt. Und es stiegen ein 19 Personen, Staatssicherheit, ja, haben sie sich als solche gleich deklariert. Keiner in Uniform, alle so in einem Räuberzivil, mit einem sehr fähigen und sehr netten, noch relativ jungen Oberst. Ich kann es nicht nachprüfen, ob das Oberst war. Ja. Und dann fuhr der Zug weiter und auf der ganzen Fahrt um Ost-Berlin, um Berlin rum, was in rasendem Tempo ging, bis nach Oebisfelde, einem Ort, den ich zum ersten Mal in meinem Leben gehört habe, aber das werden Sie mir nachsehen, ich habe wegen meiner geografischen Herkunft schon, sind diese Stasi-Beamten durch den Zug gegangen, haben alle Pässe einkassiert, was so eigentlich nicht vorgesehen war, und haben aber sonst die Leute in Ruhe gelassen. Ich habe dann noch eine ziemlich lautstarke Auseinandersetzung mit einem Stasi-Beamten gehabt, weil der gesagt hat, ja, ihr in Warschau, in der Botschaft, ihr stiftet die Leute ja dazu an, wegzugehen. Da habe ich gesagt, also hören Sie mal, in dem Ton reden wir gar nicht miteinander, und bin zu dem sehr netten, ich wiederhole es, Stasi-Oberst gegangen, habe gesagt, hier, schauen Sie, also so verhandeln wir nicht. Und da hat der Mann auch sehr gut verstanden. Und na gut, und dann sind wir nach Hannover gekommen und von dort aus sind die Mitreisenden, die Reisen dann verteilt worden. Zum größten Teil hatten sie ja auch Bekannte oder Verwandte in der Bundesrepublik. Naja, dann muss ich einfach noch erzählen, auch wenn ich die Zeit schon überstrapaziert haben sollte, der 9. November. Am 9. November kam nachmittags gegen 3 Helmut Kohl, der Bundeskanzler, mit einem halben Bundeskabinett in Warschau an. In 2 großen Flugzeugen. Das zweite Flugzeug war besetzt mit Journalisten, ja, Medienvertretern. Ja. Das war ein von ganz langer Hand vorbereiteter Besuch. Ein äußerst schwieriger Besuch. Nicht wahr? Eine der Fragen, die damals noch nicht geklärt war, war die von Herrn Franz Woll, zu Recht erwähnte Grenzfrage. Es drehte sich um die Frage auch der Errichtung von Konsulaten. Wir hatten bis dahin ja nur eine Botschaft in Warschau. Da spielte wieder die Rolle, die bei der ganzen Betreuung der Flüchtlinge auch eine große Rolle gespielt hat, dass die Bundesrepublik immer eben nur von einer Staatsangehörigkeit ausgegangen ist. Wir haben immer nur gesagt, es gibt nur deutsche Staatsangehörige. Das heißt, jeder DDR-Staatsangehörige, der zu uns kommt und zeigt seinen DDR-Pass vor, der kriegt sofort einen bundesdeutschen Pass. Ja.
Und dann hatte Kohl seine ersten Gespräche mit Masowiecki und mit einem meiner besten Freunde und dem für das Auswärtige Amt wirklich entscheidend tätigen, später tätigen in der Frage der 2+4-Verhandlungen tätigen Freund Dieter Kastrup, Herrn von der Ropp als älterer Mitschüler seines Gymnasiums bekannt. Ja. Von dem habt ihr alle abgeschrieben, haben sie alle abgeschrieben. Ja. Mit dem, während Kohl zu dem Staatsbankett ging, ins Palais des Ministerpräsidenten, ist heute Palais des Präsidenten, saßen wir im Marriott-Hotel, er und noch der Referatsleiter Deutschland als Ganzes und Berlin, auch ein Crew-Kollege von mir, saßen und haben im Marriott gegessen. Und dann habe ich gesagt, Dieter, hab Verständnis dafür, ich habe jetzt die ganzen Wochen als Geschäftsträger hier gearbeitet. Ja. Der Schöller war 3-4 Wochen vorher war er sehr überraschend in den Ruhestand versetzt worden. Und ich musste nicht nur den Kohlbesuch vorbereiten, sondern auch die ganzen Flüchtlinge betreuen. Und ich war verantwortlich dafür. Ich bin einfach physisch am Ende. Ich muss nach Hause gehen. Und da sagte mir Kastrup, und ich hatte natürlich wiederum auch guten direkten Kontakt zur Delegation beim Abendessen hatte, sagte, ich gebe dir einen guten Rat. Bleib hier. Was du jetzt erleben wirst, vielleicht nicht, ist historisch. Aber die DDR-Leute kommen zu Zehntausenden auf die Grenzen zu. Die Grenzen sind offensichtlich offen, also zumindest in Ost-Berlin sind offensichtlich offen. Und für Kohl stellt sich jetzt die große Frage, unterbricht er seinen Besuch in Warschau ab? Dazu wird Kohl heute Abend noch ins Marriott-Hotel, das war das erste große westliche Hotel, was eröffnet worden ist, kommen und wird ein Hintergrundgespräch mit den mitgereisten Journalisten führen, nur den mitgereisten. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, also haben wir uns das angehört noch, ja, und dann war so allgemeines Geplänkel. Ich war, Herr Bundeskanzler, was sagen Sie zu den Ereignissen? Ja, sagt, es ist dramatisch und na, was man eben sagt in so einer Situation, die ja unvergleichlich ist. Ja. Und dann bis ein Journalist die Frage stellte, Herr Bundeskanzler, wie wäre es, wenn Sie Ihren Besuch unterbrechen würden. Denn Kohl sagte vorher, das ist ein so langer und schwierig vorbereiteter Besuch, den müssen wir jetzt zu Ende führen. Unsere polnischen Freunde, das Wort hat er benutzt, weiß ich noch, unsere polnischen Freunde erwarten das von uns. Ja. Und dann eben dieses Stichwort Unterbrechung der Reise. Und da hat Kohl darauf geantwortet, ja, das wäre eine Möglichkeit, wir werden uns das überlegen. Ja. Da war aber der Entschluss schon längst gefallen, dass er am nächsten Tag nach einer weiteren Gesprächsrunde, vor allem mit dem späteren Außenminister Geremek und Lech Wałęsa, ja, dass er da nach Bonn zurückfliegt. Das ist, oder beziehungsweise nach Berlin zurückfliegt. Ja. Und das war dann auch sehr, das war kein Problem, nicht für die Luftwaffenmaschine, nicht um die DDR rumzufahren, also rumzufliegen, bis Hamburg. Ja. Aber wie von Hamburg jetzt so schnell, westdeutsche Flug, die Lufthansa hatte ja keine Landerechte in Berlin, ja. Wie so schnell nicht jetzt nach Berlin kommen. Nicht wahr? Und da hat der damalige amerikanische Botschafter, der vorher auch mal CIA-Chef war, der hat ihm sein Privatflugzeug zur Verfügung gestellt oder ist vielleicht mitgeflogen. Nicht wahr? Und dann kam eben Kohl zu dieser sehr unglücklichen Veranstaltung vor dem Rathaus Schöneberg, nicht wahr? Wo er zum Teil auch Willy Brandt, nicht wahr? Wo Willy Brandt die berühmten Worte gesprochen hat, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, nicht wahr? Sind mit Pfiffen bedacht worden. Und zu einer anschließenden, sehr viel größeren Veranstaltung im Bereich der Gedächtniskirche, die von der örtlichen CDU ausgerichtet war. Kohl ist dann in der Nacht noch nach Bonn zurückgeflogen, hat am Samstag, es war Samstag, ja, dann hat er eine Kabinettssitzung abgehalten und
und ist dann tatsächlich am Nachmittag dieses Samstags zurückgekommen und hat einen ungewöhnlich langen Besuch, der auch selbst durch diese Unterbrechung, trotz dieser Unterbrechung noch lang war, zu Ende geführt, nämlich bis auf den folgenden Mittwoch. Er wäre fast eine Woche in Polen gewesen, so war es ursprünglich geplant, dann noch mit Besuchen in Auschwitz und in Lublin wurden, an der katholischen Universität wurden, er einen Doktor bekommen hat. Er hat auch auf der Strecke nach Lublin hat er ein Flüchtlingslager, wo eine Flüchtlingsunterkunft hat er besucht. Ich muss hier abbrechen und zum Schluss kommen. Ich möchte Ihnen nur noch eine zu Herrn van Zwolver sagen. Ja. Das Stichwort Abwicklung ist schon gefallen. Ja. Ich habe mir also vorbehalten, die Kontakte mit der DDR-Botschaft, mit Herrn van Zoll zu halten zu der Zeit. Ich bin auch mal nach Stettin gefahren, habe dort mit dem dortigen DDR-Konsulat gesprochen, im August. Ja. Und eines Tages war ich mal wieder in der DDR-Botschaft und da hieß es, der Botschafter ist nicht da. Na gut, aber dann kann ich den Herrn Philipp sprechen. Ja, gut. Und dann waren wir in Ihrem Vorzimmer, Herr van Zwolle, und plötzlich kamen Sie rein und wir haben uns freundlich begrüßt und Sie haben zu mir gesagt, Herr Bauch, wissen Sie, woher ich gerade komme? Und habe ich gesagt, nein, wir haben gute Kontakte hier, aber das weiß ich nicht. Ja. Ich komme aus dem polnischen Außenministerium. Und wissen Sie auch, was ich dort getan habe? Das weiß ich erst recht nicht, nein. Ich habe den Austritt der DDR aus dem Warschauer Pakt notifiziert. Also, bitte, Sie sehen daran, wie unser Verhältnis dann doch geworden ist. Nicht wahr? Und dabei möchte ich es bewenden lassen. Ich könnte noch viel erzählen, aber es ist dann... So, herzlichen Dank für diesen lebendigen Geschichtsunterricht. Viele haben das wahrscheinlich schon alles vergessen, was damals gewesen ist, was uns alle damals in Spannung gehalten hat. Mir war auch völlig aus dem Gedächtnis, dass das, was wir alle von Prag, von der Prager Botschaft wussten, dass das Gleiche auch in Warschau passiert ist. Das kann ich mich gar nicht erinnern, dass das in den Medien so richtig rauskam. In der Tat, da haben Sie recht. Ja. Also wir machen das, wie wir das immer machen, fragen Sie, wenn Sie Fragen haben.